Herzlich willkommen zum Adventskalender. Heute ist der Buchstabe D dran. D steht für Deep Lake und ich würde sagen, wir starten direkt rein. The road ran through a dense forest. Die Straße führte an einem Wald entlang. I slowed down, looked around. Lowered the car window, smell of the flowers burst in the car, flow was humid and chilling. Ich fuhr ein bisschen langsamer, schaute mich um, fuhr mein Fenster langsam herunter, atmete den Duft vom Wald. Moment, smell of the flowers burst. Also, Duft vom Wald kam in das, strömte in das Auto herein, und es fühlte sich beruhigend an. Ja. Also ich übersetze on the fly, englische Scheiße und ja. Genau. Garantiere nicht, dass es 100% sicher richtig ist. I caught getting brief of the cold forest air. Ich atmete. Ich atmete kalte Waldluft ein. Last week I got fever and laid around in bed for a week. Letzte Woche hatte ich Fieber und lag die ganze Woche im Bett. The noxious feeling of sickness still didn't leave me alone. Das, ich weiß nicht, was Nixus heißt oder wie man das ausspricht. Also es fühlte sich so an, wie als wäre ich nicht allein. Is it really April, but winter is not rushing to leave? Ist es wirklich schon April, aber der Winter ist noch nicht gegangen? Hat uns noch nicht verlassen? Between the trees, dirty little island of snow, we are thinning out. Zwischen all den Bäumen, ein dreckiges kleines Land auf Schnee, scheinte hindurch. Bare damp earth of slowly getting rid of it. Right disease. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ich denke, vielleicht so lockeres Stück Erde bröckelte langsam den Berg hinab und so was. Keine Ahnung. I wish I could say the same. Ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen. This illness, still sitting inside me, was not letting me to breathe freely. Diese Krankheit, dieses Krankheitsgefühl ist ständig in mir. Es lässt mich nicht gesund fühlen. Oder es verlässt mich, dieses Gefühl verlässt mich nicht. It was an hour and a half ride to Grand Palace, but I really didn't want to return to the city. Es war nur eine Stunde und eine halbe Stunde nach, also anderthalb Stunden also anderthalb Stunden Autofahrt nach Grand Palace. Aber ich wollte wirklich nicht zurück in die Stadt. My appointment with Trigger is tomorrow after lunch. There's no reason to rush. Der Augenblick mit dem Trigger tomorrow morgens nach dem Frühstück. Es gibt keinen Grund, mich zu beeilen. Ich habe keine Ahnung. I tried to make the pleasure of traveling last longer and slow down. Ich versuche, ja, das Fahren, Pleasure heißt das Privileg, of traveling last longer and slower down. Dauerte länger und langsamer. Okay. Ja, Rain started knocking on the door's roof again for 100th time today. Regen klopfte am Dach an zum 100. Mal am Tag. It was getting dark. Es wurde langsam dunkel. Water drop spray was burning my face. I raised the window and turned on the wipers. Wasser tropfte, also
sprühte in sein Gesicht, also in mein Gesicht. Ich machte das Fenster hoch und machte den Scheinwischer an. I put my foot down, accelerating. Ich tue meinen Fuß runter, bremsen. A grey bird hit the windshield. Ein grauer Vogel ist gegen das Fenster geflogen. Ripper through the heart, smearing and mixing thick blood with the rain on the glass. Ja, der Scheinwischer machte das so dagegen. Gegen den verschmierte dann das über die Scheibe und mischte das Blut mit dem Regen und wischte das halt so übers Glas. Accelerate more and more until a gust of wind took down the body on the road. Okay, das kann ich nicht übersetzen. Probably this is when it all was. Das ist der Grund, also das ist, wie alles angefangen hat. Let me tell you about myself, or a lot will be misunderstood. Lass mich ein bisschen über mich erzählen, oder du wirst einige Sachen missverstehen. Ich heiße Salva OneWash, oder einfach nur Sally. Vor 10 Jahren habe ich als Forensic-Fotografer, als Tatort-Fotografer, Fotografierer gearbeitet. Warum keine Hochzeit? Das ist die rätselnde Frage. Why not a wedding one? Das ist die Frage. Ich habe Medical Examiner, also Medizin studiert, aber ich hatte die Qualifikation nicht für diesen Job. I wanted to take a picture of corpses, not picking the insiders. Moment, bedeutet das Moment? Medical Examiner heißt das, dass dieser Typ, ich weiß nicht, wie das heißt, der Obduktionen durchführt? Einen, wie nennt man das? Einen, keine Ahnung, oh, ich komme nicht drauf. Aber es war halt nicht der richtige Job. Er wollte lieber Fotos schießen von den Körpern und nicht in ihrem Inneren herum wühlen. Ich konnte nichts mit Blumen, Landschaften und glücklichen Leuten was anfangen. Ich bin Todesfotografer. Thanatologist. Weiß ich nicht, was das bedeutet. Ich konnte nur decompose. Weiß ich nicht. I only care about how things decompose. The beauty of decomposing body hypnotizes me. It contains some attractive force. Also die toten Körper haben ihn hypnotisiert und er fand das sehr ansehnlich. Nee, ansehnlich ist, glaube ich, der falsche Begriff. Actually, the word beauty isn't exactly correct. It is something nobler. Okay, eigentlich ist das Wort schön nicht die korrekte Bezeichnung, sondern es ist eher besser als schön. Ansehnlicher. That is the source and life is the follow-up. Okay, kann ich auch nicht übersetzen. You can look at it from other perspective. Cow turn inside out warms the same way. Du kannst es aus einer anderen Perspektive sehen. Wie es, also raus und wieder reingeht, die Wärme ist derselbe Weg. Death has a structure, composition. It is ideal and life is a complete act. Tod hat Struktur, eine Komposition ist ein Ideal und Leben ist ein kompletter Akt. Universe started from death. Das Universum startet vom Tod.
My friend, consider me as strange as a cell man. That is the truth. I don't like people. Meine Freunde sagen, ich bin verrückt und ein asozialer Mann. Das ist die Wahrheit. Ich hasse Menschen. People are just barrels of flesh and bones full of lies. Weiß ich nicht, was das heißt. Benefit, lust and envy, envy. That is all that drives them. It's not like a goner. A dead body drops all the human mask. It doesn't pretend. It is neither a man or a woman. It is unique with eternity. Ein toter Körper lässt alle Masken fallen von einem Menschen. Es verstellt sich nicht. Es ist nicht mal ein Mann oder eine Frau. However, there's one passion that connects me with the living obsession with horses. Wie auch immer. Meine Leidenschaft ist es, connects, also diese Verbindung zwischen das mit dem, keine Ahnung, there is no passion, das ist eine Passion, also eine Leidenschaft, eine Verbindung, connects me with the living, also verbindet mich mit dem Leben und die Anmutigkeit des, keine Ahnung, sorry, wirklich sorry, I can infinitely look at two things, okay. Ich kann es nicht 100% übersetzen, es tut mir wahnsinnig leid. Marble Corpse, Sculpture and Grateful Counter of Stallion that rushes to the horizon. Keine Ahnung, was das heißt. This is the creep mental interest in these four legged animals. My destiny. Okay. About a year ago, I went to Dai Shijian Meadows to take picture of grazing herds. Also vor einem Jahr bin ich nach Dai Shijian Meadows gereist und habe Fotos gemacht von Herden. Habe Pferde fotografiert und I got carried away and went deep in the backpack. Okay, weiß ich auch nicht genau. My guide screaming something and the horse rushed away. Mein Guide, also mein Leiter, hat irgendwas geschrieben und die Pferde rannten alle davon. In the midst of dust, I fell down to the ground, almost like got hit by a hammer. Ich bin in den Dreck gefallen, also bin zu Boden gestürzt, wurde quasi von den Pferden niedergetrampelt und es fühlte sich so an, als würde ich geschlagen werden von einem Hammer. Darkness smothered me. Dunkelheit kam über mich. Parts of reality and illusions chaotically blended into inherent fragments. Stücke von meiner Realität und Illusion switchten zusammen, also vermischten sich in einen großen Fragment. Dull Flashes, okay, Blitze, helle Blitze. Es tut mir wahnsinnig leid, wenn ich das nicht übersetzen kann. Aber ich kann leider nicht so krass gut Englisch. Ich gebe mir wirklich Mühe.
Okay, es wiederholt sich, glaube ich. My dead parents, meine toten Eltern. Ein Operationsraum. Ein policeman gaze from under the medical mask. Irgendetwas von unter der medizinischen Maske. Noises. Stimmen, Geflüster. Melodien und ein alter Mann. Ich atmete mit der Hilfe eines Ventilators und habe einige Halluzinationen gesehen. Ein alter Mann war links von mir. Ein alter Mann, ein alter Mann. Why do you even care? Warum ist er hier? Schon weird. Ein unfamiliäres Gefühl. A sense, movement, sounds, vibrations around that man. Bewegungen, Geräusche, Vibrationen umspielten den Mann. Umkreisten den Mann. I was weirdly absorbing the entire cacophony of inexistent elements. Ich war dabei, seine Exist also inexistent seine Seele zu absorbieren oder sowas. Und dann Dunkelheit. Licht. Ein blendendes Licht am Ende. Egal was es, was auch immer das war, ich ging auf das Licht zu. A shaggy white head and bent back of the old man appeared. Okay, weiß ich auch nicht, was das heißt. A leading the way, why I follow him in this boundless universe. Er war auf dem Weg und währenddessen folgte ich ihm. And then an enormous space, I felt its volume. Ein enorm großes Galaxie. Ich fühlte diese Größe, dieses Volumen. Ich war in einer Zelle. Ich fühlte die Größe und ich wusste, da war Billionen auf diesen Zellen, die mich umspielten, die um mich herum kreisten. Suddenly a dark essence with a clock of ash appeared in front. Okay, kann ich jetzt auch nicht irgendwas in der Ein alter Mann stoppte. Der alte Mann stoppte und ich auch. Ach so, der Umhang, also der Umhang war nicht aus Stoff gemacht, sondern aus verbrannter Asche. Sein Gesicht war mit einer großen Kapuze überdeckt. Unter diesem Hut. Terrifying Black Abscess war dunkle Materie. Der alte Mann war drei Schritte vor mir. Er ging drei Schritte vor mir. Dann blieb er wieder stehen und drehte sich zu mir um. He leaned on this staff, a bag over his shoulder, his face dissolving in the smoke. Only his messy hair were visible. The darkness essence out for me with a loud creaking voice. Die dunkle Essenz redete zu mir mit einer lauten, krakeligen Stimme, keine Ahnung. Dark Essence, you are early, du bist früh. I wasn't sure what to respond with and if I was able to speak. Ich war mir nicht sicher, dass du mich respond, weiß ich nicht, was das heißt. Wenn du am Sprechen warst, you are now instead of this old man. Du bist jetzt of this old man, weiß ich auch nicht. My voice finally cut. Okay, meine Stimme unterbrach. Oh. Probably not. I just followed the light.
Eigentlich nicht, ich bin nur dem Licht gefolgt. Verstehst du den Tod? Ich fühle ihn. Den zu fühlen ist nicht Mastery? Achso, ich habe da drauf gedrückt, ausfindig. Upsi. Essence turned to the old man. Okay, die Essence ging zum alten Mann. Give him Kanan. Gebe ihm Kanan. Der Mann kam zu mir. Gib mir Sachen. Zog seinen Rucksack aus und zog ihn mir über die linke Schulter. Was jetzt? Er wird dich finden. Oder ich habe dich gefunden. Everything disappeared. Okay, ich verstehe kein Wort. Aber it's falling down. Ich bin runtergefallen. Ich bin im Hotel Krankenhaus aufgewacht. Das Bett vom alten Mann war leer. Kalte Luft kam in den Raum. Und it entered through hatch broken window. Und da oben war ein zerbrochenes Fenster. Er wurde umspielt von einem Duft aus Medizin. Die Scherben, die Federn, Federn, Scherben vom Glas spielten ein bisschen Wind rein. Krankenschwester und Doktor kam rein. Confusion, Stimmen, about what happened, und reden darüber, was passiert ist. The old man left through the window. Der alte Mann ging zum Fenster. Ich konnte die Stimmen von dem Arzt hören. Wie ist der da rausgesprungen? Er war im Koma. Da war kein Mann, kein Körper. Mir ging es rapide besser. Der Frühling von. Nee, Springs of Health woke up inside me. Die Gesundheit, ja, ging in mir auf. Mein Gehirn formte neue Gedanken. Komplett was anderes, als was da vorher war. Perception, Immigration, Logik, all das, was ich gebaut habe. All built up into a strange irate flow. Okay. One night something pushed me. Eines Nachts boxt mich was. Like a zombie. Wie ein Zombie. Ich stand auf und ging zum Nachbarraum. Da war ein junger Feuerwehrmann. Who was stuck between burning beams? Weiß ich nicht, was das heißt. Er war tot. Alle waren am Schlafen. Und sein Tod blieb unentdeckt. Oder war zu dem Zeitpunkt unentdeckt. Cold, wie kalte, süße Kälte umhüllte meinen Körper. Da bist du ja. With the leaving fire souls. Ah, das ist okay. Als die Feuerwehrmannsseele gegangen ist, wurde spontan ein Zwirbel aus Plasma kam dann irgendwo. Alle Typen aus Farben, geometrischen Figuren und unbekannten Symbolen waren dort. Am nächsten Morgen, I observe weird fear patterns. Ich observe, weiß ich nicht, was das heißt. Now, if someone die, is, jetzt, wenn jemand stirbt, ich gehe quasi in seinen Tod und sehe seine Trance. Ich schaute an diesen symbolischen Code und
und flog um die Seele herum, um zu verstehen seiner Meinung, Meaning, Bedeutung. Achso, ich flog um die Seele herum, um die Bedeutung herauszufinden. Nach all dem Ganzen, ich war dann wieder zu Hause. Ich fing an, eine, ja, ein Diagramm zu anzufertigen von diesen Symbolen. Und mir ist Sign were falling into a certain thematic group und sortierte die in Gruppen ein. Später ist mir aufgefallen, dass diese Symbole eine Thematik verfolgen, sowas wie ein Alphabet, ein Hybridalphabet, also ein weiterentwickeltes Alphabet. Da war nichts mehr Interessantes an meinem Forensic-Job anymore. Ich verließ ihn, also ich kündigte. Ich ging an meine Reserve, also an mein Erspartes und and started roaming places where someone died und ging an den Ort, wo jemand starb. Ich las die Informationen über die Corpse Drawing Tape und zeichnete die auf. Genau, und Death Signs and Codes, writing them down in the big note. Okay, die Todeszeichen und der Code wurden in einem Buch, also in einem Notizbuch niedergeschrieben. Trigger appeared 40 days after the old man in scene. 40 Tage nachdem der alte Mann gestorben sind, war, ja. Ich habe einen Kaffee getrunken in der Bar nebenan und schrieb gerade an. Schrieb gerade an eine Idee von diesen Symbolen auf einem Stück Serviette. Eine seltsame. Seltsame. Ja, ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Eine seltsame Sache umspielte meinen Körper. Es fühlte sich gefährlich an. Es kam immer näher und füllte meinen Bauch. Trigger sat next me. Das weiß ich nicht, war keine Ahnung, was es halt. Er hat mich gefunden. Trigger had a scare stare an einem Abyss. Who is ready to do for me together with all of my past and future. Der Trigger hat. Oh, das kann ich nicht übersetzen. Irgendwas mit, er kann mich. Who's ready to devour me together? Der mich zusammen mit der Zukunft und mit der Vergangenheit. Irgendwas mit Zukunft und Vergangenheit. Waitress took this order like there was nothing wrong. Waitress hat irgendwas an der Ordnung getan und das war auch nicht falsch. Ich fühlte mich, als wäre ich nur, als würde ich nur in einem schwarzen Loch reinschauen. Es ist Zeit. Zeit, um nutzvoll zu sein. Gut, ich bin in Schwierigkeiten. Do you know anything about Prochorus? Weißt du irgendwas über was? Eine Mission? Inside your mother's womb, you receive your purpose. Also in meiner Mutter. Das hört sich so falsch an, Entschuldigung. Weiß ich nicht, was da steht. Warum du geboren bist. What do you need to. Was du erreichen musst, was du kreieren sollst. Was ist los? What to lose? Was zu verlieren, was zu gewinnen? Destroy.
Troy, was zu vernichten. The waitress bought him coffee. Sip of the brown liquid disappeared in the mist of the missing mouth. Er nippte den braunen Kaffee und es verschwand in seinem nicht vorhandenen Mund. Oh, falscher Knopf. Jemand ist gestorben. Und du bist an seiner Seite. Ist irgendwas passiert nach seinem Tod? Sign flying around the body. Zeichen flogen um seinen Körper herum. Wie viele? It depends, 5 to 9. Es ist unterschiedlich, 5 bis 9. It depends, 5 to 9. 5 elements of different elements. 5 Elemente unterschiedliche von unterschiedlichen Elementen. Das war richtig. Thin pieces are leaving the corpse. Corpse heißt das Seele? Dünne Stücke verließen den Körper? Heißt Corpse Körper? Weiß nicht. What you get is an information about the complete or incomplete purpose. Diese Informationen, die du, also was für Informationen hast du bekommen über die komplette Sache oder halt die nicht komplette Sache? 5 Symbole about one entire, von einer Existenz. Am Ende was one life worth or not? War das Leben gut oder nicht? Ein Schauer lief über meinen kompletten Körper. 21. des jeden Monats wirst du mich treffen. Er gab uns eine braune Mappe. Die erste Liste von Menschen mit exakt Datum und Tod. Lese die Codes nach den ersten 3 Tagen nach deren Tode. Und dann wirst later it is hard to retrieve the data. Später wird es zu schwer sein. Aber für jetzt starte von Grand Polis. We will broaden it after our second meeting. Oh. Wir nahmen das Ding und machten uns an die Arbeit. Geh zu der rechten Seite, zu dem Text. Die rechte Seite, Text appears. Und dieser appears. Hier ist ein kleines Geschenk. Ein liebendes Pferd. Er gab uns eine CD und tat uns auf die andere Seite. Extra Section. Winners of the every race in Gewinner von jedem Rennen. Also für die letzten 2 Wochen. Das ist genug, was du jetzt brauchst. Beende deinen Job und halt mich auf den neuesten Stand. Er ging raus, Trigger ging raus und trank nicht mal seinen Kaffee aus. Okay, unser Hobby ist also, um es nochmal kurz zu fassen, ich möchte mal kurz nochmal zusammenfassen, was jetzt Sache ist. Und zwar, wir hatten einen Unfall und seit diesem Unfall, also fangen wir nochmal ganz von vorne an. Er hat Medizin studiert oder halt dieses, ich weiß nicht, wie man das nennt, diesen Fachbereich, wo man Leute obduziert. Also Forensiker, glaube ich, ne? Aber das war nichts für ihn und deshalb ist er Fotografer geworden. Er wollte auch kein normaler Fotograf. Heißt das Fotografer? Nee. Fotograf. Oh, voll dumm. Fotograf. Wollte auch kein normaler Fotograf werden, weil er tote Menschen ansehnlicher findet und ästhetischer als lebendige. Und das hat er dann gemacht und dann hatte er scheinbar einen Unfall gehabt.
Und seitdem kann er diese Orbs sehen, also diese Seelen von toten Menschen. Und ja. Ich nahm mein Responsibilities in full seriousness. So, die erste Liste beinhaltete 11 Leute. They were dying pretty informal during this month. Die sind sehr unspektakulär gestorben in diesem Monat. Das der härteste Abschnitt war reading the code takes some time. The hardest part was to get a long time access to the body. Reading the code takes some time. Also der härteste Part war halt die längeren Zeiten herauszufinden von dem Körper. Hä? Ich kann dann Englisch. Das hat die meiste Zeit beansprucht. Ich war sehr kreativ, deswegen habe die meiste extravagant Solutions. Und habe gelernt, was diese Menschen im Leben getan haben, deren Familien und Relatives, Beziehungen. Okay. I hit the road for a year, visit different places for my county, where my corps were located. Okay, also der ist ja einige Zeit herumgefahren auf diesen Orten, wo diese Leute gestorben sind und guckte sich diese Corps an, also diese Seelenfragmente quasi an. In meiner Freizeit habe ich mich um das Pferderennen gekümmert. Und ich bin selber wieder geritten. Ich glaube, ich habe, wenn ich eine Chance habe, würde er wieder reiten. Dann habe ich Trigger wieder in einem Monat wieder in der Bar getroffen. Ich gab ihm die Codes von den Klienten, von den Patienten. By Trigger Rules, I had to write them on top of Chicken Egg. Okay, Trigger sagte, also die Regel war, dass ich die Codes auf Hühnereier schreibe. I think that is nonsense. Ich finde das schwachsinnig. Sowas, something about words, creation, myth, legend and so on. So etwas über Welt, kreatives, mystisches, Legenden und sowas. Ich nahm eine Zelle vom Ei, im Biocontainer. Also ein Eierkarton. Die ersten fünf Symbole waren Single-Personen in einer Reihe. That way the box contained two personalities that had lived their life. Diese Box beinhaltet Personalitäten, die ihr Leben gelebt haben. Die Liste von Patienten, wer in the world of the dead only kind of unordinary people. Die Liste von Leuten, also von People, die keine Ahnung. Famous, also berühmte Persönlichkeiten wie Schriftsteller, Schauspieler, Politiker, Wissenschaftler. Even if a person wasn't well known, he well under the criteria of an yet unknown genius. Wenn eine Person nicht in das Schema passte, also sind die unter das Schema gefallen, also unter die Kriterien gefallen und die waren halt keine Genies. Es ist nur das Invention of Peace, of Art are not recognized by the contemporaries.
Und das, jetzt kommen wir zu dem Anfang meiner Story. Oh Gott, ist voll schwer. Es war sehr dunkel. Autolicht floss der Straße entlang und zeichnete die Straße ab. Dann, I hit the brakes. Ich verlor die Kontrolle und das Auto überschlug sich. Die Reifen quietschten. Auf der Mitte der Straße lag Nebel und ich sah eine Frau in einem Männershirt, sehr, sehr nass. Ich sprang aus meinem Auto und aber es hat nicht geregnet oder so. Left boat sank in the puddle. I hopped over it not to wet my right foot too. Meine Stiefel sind in Matsch gelandet, also sinken rein. Ich hoffe, dass mein linker nicht auch noch versinkt, nass wird. Ich habe die Frau erreicht. I almost hit you. Are you alright? Ich habe dich angefahren. Bist du in Ordnung? Sie hat nicht nach oben geschaut. Sie hat nur gestottert. Warum bist du hier? Was ist passiert? Sie stand langsam auf. Ihr langes Haar bedeckte ihr Gesicht. Möchtest du zu einem Krankenhaus? Sie schuck. Sie hob ihr Kopf. Wo lebst du? Ich werde dich dahin bringen. Sie stotterte wieder und ging zum Auto. She stretched her hand and pointed at the signpost. Sie zeigte auf Nummernschild? Ach nee, auf das Straßenschild. Sie zeigte Museum, Männer 0,9 Kilometer, Reserve die Blake. Da wollte die hin. Wasser plumpste in meinen linken Schuh. The woman was unusual in every way. Die Frau war merkwürdig in jeglicher Weise. Ich öffnete meine Beifahrertür für sie. Sie ging sehr grazil, graceful, sehr. Ja, grazil. Sie sah so aus, als würde sie eher fliegen. Und ihre Haare verließen nicht ihr Gesicht. Ihr nasses Shirt war sehr eng an Taille und ihr. Ja, Taille und so eng anliegend. Sie sah aus wie eine Skulptur, gemacht von einem Artist, der von einer Gottheit träumte. Ich war beeindruckt von ihrem Gang, von ihrer Gangart. Und das beste Wort, um das zu beschreiben, war ästhetisch, also ist ästhetisch. Sie hat hinten Platz genommen und es war keine sichtbare Unterwäsche drunter. Okay, ich ging zurück zu meinem Auto. Stoß meinen Kopf an ein Dach von meinem Auto und setzte mich in mein Auto rein. Ich brauchte 3 Anläufe, um mein Auto zu starten. Ich war sehr nervös. Ich drehte mein Auto um und war noch gesch erholte mich langsam vor dem Schock, was gerade halt passiert ist. The entire picture was building up in my head. Dieses Bild in meinem. Er hatte ein Bild im Kopf? Ein Bild im Kopf? Sicher, es ist irgendwas falsch mit dem Mädchen. Da war keine Energie, keine Vibration. Ich,
Sie war weder tot noch lebendig. Some undefined emptiness sat behind my back. Invisible force pulled my entire attention into the abyss. Weiß ich nicht, was das heißt. Stop. Jump out of the car and run away as far as you can. Until this hypnotic connection with the black-haired stranger breaks. Spring aus deinem Auto raus, so schnell als du kannst, bevor dich jemand hypnotisiert. Die einzig richtige Entscheidung. Ich muss das jetzt tun. Jetzt. 900 Meter. 900 Meter zu Männer. Zum Anwesen. Ich sah mich selber in ein Loch fallen. Ja, I found myself falling down in some hole. Also ich fand mich selber in ein Loch fallen. Sowohl auch in der Vergangenheit, auch in der Zukunft. Universum und Raum und Zeit war zusammengeschmolzen, haben ihre Pole verändert. Das war nicht mal ein Bruchteil einer Sekunde, sondern es war eher ein einzelnes Medium. Es ist schwer. It's hard to admit, but I wish that turn it into. Es ja, hart zu sagen, aber ich wünschte, die 900 Meter wären 900 Kilometer. Ich zögerte den Moment heraus und machte einen Stopp. Damn the world, verdammte Welt. I only want one thing to stay the same, my car's cabin. Want one thing to stay the same. Wir hatten schließlich nur eine Sache gemeinsam. Eden Garden with only two of us, she and Garden Eden. Garden Eden, nur zwei von uns, sie und ich. Mir ist es egal, ob sie von der Hölle ist oder vom Himmel, von der Unterwelt oder von Überwelt, keine Ahnung, Skis. Von einer anderen Dimension oder gemacht bei einem enthusiastischen Poet. Mir ist es egal, ob sie ihre Zähne in den Hals stecken, Blut trinkt und mich in Stücke reißt. Ich brauche nichts von ihr. Sie sitzt nur hinter mir und ich möchte, dass es für immer ist. Nach einiger Zeit standen wir von einem großen eisernen Tor. Ich drückte auf die Klingel. Der Knopf war laut am Piepen und breaking the floor with silence und brach die Ruhe von dem. Dann hat eine Frau geantwortet. Museum open tomorrow at 11. Das Museum öffnet morgen erst um 11. Warte, warte. Hier ist ein Mädchen. Sie sagte, ich sollte sie hierher bringen. Eine Pause war da. Dry food to man the palace star stairs. Fahr weg. Zu den Palace Stairs. Zu den Treppen. Palace Treppen. Das das Tor öffnete sich langsam und wir fuhren zum Central Bolt auf die Rückseite von dem Gebäude.
Walking down the stairs, und die Treppe runter kam eine elegante Dame, die, wo man jetzt nicht über sein Alter reden sollte. Hinter ihr war ein sehr athletischer, strammer, weißer, Entschuldigung. Hinter ihr war ein athletischer, starker Mann mit einer weißen Cap und einer Seemannsuniform. Ich steig aus meinem Car, aus meinem Auto aus und ging auf sie zu. Gute Nacht. The dame introduced yourself. Die Frau stellte sich vor. Good night, I'm Lady. Also, ne, guten Abend. Mein Name ist Lady M. Museumsbesitzerin. Eigentümer vom Museum. Lady M raised her hand towards the sailor. Sie zeigte mit ihrer Hand auf den Typen. Das ist mein Assistent. Du wirst dich wohl an ihn her. You won't remember his Greek name anyway. She, we call him Boatman. Er kann sich nicht mehr an seinen Namen erinnern. Wir nennen ihn einfach Bootsmann. Er reagierte gar nicht darauf, wie er vorgestellt worden ist, und schaute nur mit seinen unfreundlichen Augen rein. Freut mich, sie kennenzulernen. Wo ist die Frau? Ich drehte mich zu meinem Auto um. Barry noticed her. She jumped right under the wheels. Die sprang unter den Rädern. Ich öffnete die Türe und niemand war da. Es war ein bisschen Wasser auf meinem Sitz und where was a little bit of water? Da war ein bisschen Wasser, exakt da, wo sie gesessen hat. Sie konnte nicht raus. Das ist unglaublich. Lady M guckte fragend in mein verängstigtes Gesicht. Was? So was Mystisches? Sie war wirklich da. Der Putzmann kam zu der Tür und lehnte sich über den Sitz. Er nahm ein kleines Stück vom Wasser, was auf dem Sitz war, und tat es in einer Buddel. Er sah zur Lady M und ging zurück zum Haus. Lady M lächelte. Salve, wo ist die Frau? Or you made it up to break into the private territory. Wo ist die Frau, oder hast du es gemacht, um an ein privates Territorium zu gehen? Es war ein Rätsel? Schwachsinn, ich schwöre, da war eine Frau. Klitschnass. Sie hatte ein weißes Mannshirt an. Mannshirt. Herrenoberteil an. My friend has removed the smile from Lady Face and to was seriously. Ja. Sie weiß genau was darüber. Das Mädchen zeigte hierher. Und du, you let me in with no. Und du lässt mich hier rein, ohne Fragen zu stellen. So you expect someone und sowas. Just Sally. Sally. Apart from the museum, there's a choreographic school. It works on the weekend. I'm its director. Ein Teil von dieser Museum ist eine Choreographics-Schule. Die arbeitet am Wochenende. Ich bin der Direktor. You arrive on Saturday morning, but some early on Friday. Mädchen tun normalerweise am Samstagmorgen einreisen. Oh, aber sie kam schon am Freitag. Heute ist Freitag.
When you mentor a girl, I thought you were talking about one of my students. Und ich denke, dass du mit einer meiner Schülern geredet hast. Keine Überraschung. No more suspicions. Entschuldige, aber ich kann es nicht glauben. Es war kein Traum. Vielleicht. Lady examined me, musterte mich. She was clearly thinking everything over. Okay, sie dachte über irgendetwas nach. Du kannst hier über Nacht bleiben. Wenn du es sagst, I will tell you something about of your company. Ja. Ich möchte dir etwas über deine Kompanie erzählen. Sicher, wenn das kein Problem ist. Nicht für alle. Place your car at the... Ja, park dein Auto auf dem Parkplatz. Genau, wir packten hinter dem Minion Black Limousine. I took a wrench from the trunk to remove the only reminder about my strange passenger bottle on the back seat. Okay, wir haben ein bisschen Reste von meinem mysteriösen Mitfahrer genommen. Wir haben das sauber gemacht und da kam ein blauer Schein von dem Zeug. Defocusing, like doing my unusual season with the death. I looked at the refraction of light and distinguished two signs. Okay, es war kein normaler Tod. Und das waren halt wieder diese zwei Zeichen. Ich schnappte mir einen Stift und Handschuhe und die Handschuhbox und zeichnete die ab, um mich später daran zu erinnern. Das Scheinen hörte auf. Mein Sitz trocknete. Und jetzt muss ich mich sputen, die Lady M wartet auf mich. Das Licht im Museum war sehr blöd. Die Zeichnereien waren sehr traditionell. Gesichter von starken Persönlichkeiten mit ihren scary glances. Ein bisschen gothic-like. Warum habe ich nochmal gesagt, dass ich hier bin? Odd House, Old Manor. The boatman is clearly a criminal. Odd House, Old Manor. Also kleine, als Haus. Der Mann ist sicherlich ein Krimineller. Lady M stoppte, war einer der Bilder. That's Count Cherish, he got these lands as a gift from the Empress. Das Land heißt Cherish. Es wurde als ein Geschenk überreicht. Das einzige Originale von diesem Bild. Das einzige Originale überhaupt von den Hauptmuseen. My Lord, Lady M drehte sich zu einem der Bilder um und dann sagte sie, My Lord, do you let this young man to stay in your place? Mein Lord, lässt du diesen jungen Mann hier in deinen Ort? Ich need to leave. Tell her about an urgent matter and drive away before midnight. Ich möchte am besten verlassen und verlasse diesen Ort, bevor es Mitternacht ist. Ich habe sämtliche Sachen gelesen darüber, also Geschichten gelesen darüber, über Leute, die nachts in einem gruseligen alten Schloss leben. Und die am nächsten Morgen tot aufgefunden worden sind.
Aber die Lady sagte, dass sie mir gerne noch was erzählen möchte über dieses Mädchen. Aber ich bin nur ein normaler Mann. Spreche mit den Toten. Aber mal wirklich, was ist falsch mit mir? Ich habe Angst vor mir selbst. Oder sollte Angst vor mir selbst haben. Lady M looked at me in a way, as if she expect me to talk to the Count. Something like, oh, I am so horned, bla 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 bla. Okay, sieht so aus, als. Schaute mich an. Ja. Ich bin nass von Fuß zu Fuß, erinnere mich an meine nassen Füße und Wasser ist in meinen Schuhen. Meine Füße sind sehr nass. Gibt es hier eine Möglichkeit, wo ich die trocknen kann? Lady M lacht. Sally, du bist so eine Liebe. Jetzt lass uns zum Buffet essen gehen. Trockenes Holz schimmerte. Ich streckte meine Füße aus, also ans Feuer und wärmte mich dort auf in einem Stuhl aus dem 19. Jahrhundert. Lady M brachte mir eine Tasse aus, mit irgendwas zu trinken. Provost Herbs for Cold. Oh, Mikroemblems of Pyotera. Was? Lady M setzte sich neben einen zweiten Stuhl am Feuerplatz. Sally, what do you do for a living? Was möchtest du im Leben machen? Freelancer, Communications, ja. Sagt er schon alles. Programmierer? Yeah. The Lost Data from the Nothing Special. Ja, nur, Datensicherung, nichts Spezielles. Ich war nervös. I needed to change. Also, ich möchte das Thema wechseln, bevor ich irgendwas Falsches sage. Can you actually put on a fire in a museum? Kannst du wirklich ein Feuermuseum machen? Das Museum ist auf der anderen Seite vom Palast. Wir sind auf der Seite Administrationsblock und der Tanzklassen. Du wolltest mir etwas über die Frau erzählen, die ich hier fälschlicherweise hingebracht habe. Oh ja, das wollte ich. Mein Vater war der Direktor hier, und davor mein Großvater. Hast du den See nebenbei besucht? Nee, dazu hatte ich noch keine Chance. Es ist eine Landschaft aus einem perfekten Circle. No one has ever reached this floor. Niemand hat das Ende erreicht. Wie ist das möglich? Auch nicht mit modernem Equipment? The tire to but. Also man hat es versucht, aber es hörte auf. Es hat eine Art Vortex-Effekt. Da ist eine Art von einigen Legenden und Mythen um diesen. Es gibt einige Mythen und Legenden über diesen Fluss, über den See. Bevor Cherish hier war, Locals consider these lakes, sagte man, dass der komisch ist, der See. Einige Zeit bevor der Palast hier, bevor der Palast diesen Ort gehörte diesen Ort General Dragan. Er hatte einen Sohn. Der Sohn liebte die Müllers Tochter aus dem anderen Dorf und er fragte seinen Vater nach der Erlaubnis zur Hochzeit. Aber als Dragan sie gesehen hatte, heiratete er
wollte er sie selber heiraten. There was a war up north with Sweden. Zu der Zeit war ein Krieg zwischen dem Norden und Schweden. Am folgenden Tag forderte Dragan seinen Sohn zu einem forderte er seinen Sohn heraus. Sein Sohn starb. Die Frau lebte im Chiefs Haus, also im ja, Chiefs Haushalt, und warte vor seinen Mann. Dragan hat dieses Mädchen nie rausgelassen und and was forcing her to marry him und war dagegen, ihn zu heiraten. Der einzige Platz, wo sie hingehen konnte, außerhalb von den Wachen, war der See. Sie sprang in den Wasser und ertrank und ihr Körper wurde nie gefunden. So, mittlerweile waren meine Füße warm, quasi schon am Brennen. Ich habe den Ast reingelegt und machte es mir bequem. Lady M fuhr mit ihrer Story fort und starrte in die Flammen. In meinen Erinnerungen, what that bothers me the most? Okay. Okay. Er ja, unterrichtete sich quasi selbst. Okay, gruseliger Ort, check. Eine gruselige Zu-Bett-Story, check. Okay, Lady M setzte fort. The Dying from Grief, also er tauchte vom See, um ihren Lover zu finden. Am dritten Tag in der Nacht hat er auf der Wasseroberfläche und drückte er. Moment, an der dritten Nacht. The drowned shout on the surface of water and pulled Dragon to the lake death. Death. Hat er sein Gesicht ins Wasser gedrückt? Verstehe ich das richtig? Ja. Okay. Am nächsten Morgen fand man seine Leiche. Er war nackt. In 9 Tagen she went out on the shore. She wore Dragon Red Satin Crafted. In 9 Tagen ich kann das nicht übersetzen, stand die auf und sie war Dragons Dragon Servant Runaway. Floater burned the General's house and hid underwater. Ich verstehe kein Wort. Oh Gott, ist das kompliziert. Ich dachte, das wäre ein lustiges Spiel. Okay, Dragons Servant rannte davon, weil das Haus vom General unter Wasser stand. Also, Moment, okay, man kann nicht mehr so krass zurückspulen, habe ich jetzt. Okay, Science and the, okay, und die nannten die Shannon Donner. Seitdem hat Shannon Donner geistert sie am Fluss herum, um ihr nächstes Opfer zu finden. Immer exklusive Männer. Man fand sie am Ufer. Shore ist, glaube ich, Ufer, ne? Man fand sie am Ufer oder im Wasser, also im See, immer shirtlos. Nach all dem, seitdem hat man immer Shannadonnas Silhouette am See gesehen.
Sie läuft immer mit offenen, schwarzen, dunklen Haaren. Und trägt enge Kleidung am nackten Körper. Das erinnert mich an die Story halt auf der Straße. Ihr nasses weißes Shirt, ihre schwarzen Haare, die an ihrem Gesicht ne, anzappeln und ihre Anziehungskraft. Ich schwöre, was nothing demonic. Ich schwöre, da war nichts Dämonisches in ihrer Aura. Du kannst mich mit sowas nicht täuschen. The years ago, young student died, came here with an excursion. Also vor einigen Jahren ist ein Student hier gestorben, weil die kam hier zu einer, wie nennt man das, ein Ausflug, Exkursion, also Besichtigung. Sein Körper wurde eine Woche später gefunden und in Jeans und Hose, aber der hatte kein Shirt an. Seitdem kam ich keiner mehr hierhin, bis heute. Bis heute. Fortune low. And der Grund, warum ich dir das erzähle, wait. Was meinen Sie? Was sind diese Implications? Okay, Sally, erinnere dich an die Details. Hast du ihre Kleidung gesehen? Sehr nah. Konntest du ihr Gesicht nicht sehen? Du konntest ihr Gesicht nicht sehen. Es war von schwarzen Haaren bedeckt. Ein weißes Shirt. Sehr eng. Scharkoller. Tick tremored muscles around my mouth. Right leg was shaking. Okay, einer ihrer Beine, der. Okay. Und das Shirt. Konntest du da eine Art Text sehen, einen Namen von einem Marke? Ich war am Schwitzen. Lady M beschrieb genau das, wie sie ausgesehen hatte, an dem Moment, wo ich sie gesehen hatte. Sie sagte immer, Moment, Armando Brosi. Gut. Jetzt. Well, now I'm actually scared. I was mumbling. Okay, ich hatte Angst. Ich war. Sind Sie ein ein Psychologe, ein Orakel? Können Sie die Vergangenheit sehen? Nein. Ich habe gestern Shana Donners Armando Brosi Shirt gestern gesehen. Ich höre die Schritte von schweren Stiefeln. Der Bootsmann hat hier das Buffet erreicht und Lady M ging zu ihm hin. Es hat begonnen. Excuse me, Sally, you have got to go. The room is ready for you. Entschuldige mich bitte, Sally, aber du musst jetzt gehen. Der Raum ist für dich fertig vorbereitet. Hey, warum? Wir werden morgen reden. Ich habe wichtige Dinge tut, die können nicht warten. Lady M verließ den Hut und der Bootsmann folgte ihr mit einem Lächeln. I was fidgeting on the broken. Ich legte mich auf ein zerbrochenes Sofa. Was die Besitzer für mich fertig gemacht haben. Es war nicht gerade sehr komfortabel. Ja. Der Raum sah ein bisschen so aus, als wäre es
Moment, the room looked like some. Der Raum sah barrikadiert aus und aus alten Sachen, die eher gestohlen aussehen. Probably they, ja, genau diese Dinge, die so aussehen, als wären die aus irgendwelchen, aus dem Palast, in einem Raum zusammengeführt worden oder sowas. Utter chaos of all the events met the confusion of my thoughts. Leute, ich mache das jetzt so. Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck und dann werde ich das nur noch auf Englisch vorlesen. Und übersetzen kann ich eh nicht. Genau, weil also übersetzen, wie gesagt, funktioniert nicht. Ich verstehe zwar, was die da von mir wollen, aber ich kann es halt nicht eins zu eins wiedergeben. So much absurd things happen in these last 3 hours. I spread wide my left hand and started at the stared at the two symbols carelessly written with a pen. Hopefully the meaning is a key to the mystery of the lake girl. Her charmed look doesn't leave me at my hand. Eyes closed, dreamed over my ex-horn body. Kaleidoscope of pictures, like shards of surrealistic imaginations. Red light in my head. I grew up on the top of a wild stallion on a sandy lakeside. Water drops flew from under the hooves of my rapid steed. In front of me ran the black-haired girl, barefoot in white shirt. She looked at me and laughed. I bent over and grabbed her. My horse jumped in the water, dipping us in the little waves. Woman swam to the middle of the lake, gilding the stallion by the bridle, and me on the top of it, holding its mane. The shone with laughter, the horse sniffled. I woke up on the floor. Sunlight filled the messy bedroom, the dust glowed in the sun's rays. I still heard the horse neigh. I shook my head to lose the sound. There was a little bit of long black hair in my hand. Those were not woman's hair. Hard horse hair, it's difficult to confuse them. I loudly sneezed and stood up. Aloud. The foot of a diocesan parable about Zhuang Zhu, who turned into a butterfly while he slept. When will this craziness stop? What is Zhuang Zhu who dreamed that he is a butterfly? Or what are the butterfly's dreams that is Zhuang Zhu? What if I who had the horse or horse who had me? That's stupid. My medical exam said to see not to throw away the physical evidence. I tore a piece of wrapping paper. It covered the broken porcelain tureen and accurately packed the hair. After fixing my appearance, I went to explore the room and halls of the mansion. I heard the sound of a piano. I followed the melody of classical music and found myself in a choreography chamber filled with this swarm of girls and women. An old dame, a dame in a dress, sat by the piano. 30 or more girls, directed by Lady M, worked by the wall. Woman about 13 to 24 years old, organized in the little groups of 4 people depending on her age. Dressed in a tricot, gaiters, short little tulle skirts, dancers reminded an alive rhythmic mechanism which is ruled by an iron will of the ballet master. Lady M stood by the group of the youngest dancers who make remarking their techniques.
My appearance brought noise and louder of Michiver's shield when Lady by the piano stopped playing. Noting me, Lady M called one of the older girls. Karina, substitute me. Make a break in 20 minutes. Classic Karina came up to the center and shattered incomprehensibly by that words. Good morning, did you sleep well? Spent an unforgettable night among the antiques. Do you mind a breakfast? After your scary stories, I can't even think of food. You didn't finish our talk. I will accept any nonsense while being hungry. That's positive. We entered a little cabinet. A decorative screen styled as a Japanese Meishoe painting split the room. Behind the screen was a square table and two chairs. Please sit down. I followed the order. Lady M took two card decks from a little cupboard, put them in the middle and sat opposite of me. I was very curious to ask more about the yesterday's incident. What didn't she say about Shenmonda? But on the outside, I suspected a cynic person who doesn't really care about the whole story. Do we really rally on your destiny? Maybe. Choose a deck. They look the same. Card bags will symmetrically fit it by an identical pattern. I took the left one. Lady M grabbed the other one. She flipped her deck so that I saw the bottom card. It was the Jack of Hearts. I showed the lady my bottom card. 10 of Diamonds. White Star. Card back were exactly the same. However, my card face was black while her was white. Do we play with both decks at the same time? That are the rules. Double solitaire? That's called a dance of incarnations. You don't need to think. It's already done for you. Repeat my passes as a mirror. Lady M actively does her deck. Toss her cards. I did what she asked me. Lady M removed the top of card and placed it on the edge of the table. Then she moved the deck to the center and swapped two decks. I placed the top card to mind right and repeated everything that Lady M did. Right? We need to swap the decks after taking a card. She put the next card to the first one and continued the row. By the 8th turn, the table ended like it was made for exactly 8 cards. Lady M and I completed the second row of 7 cards. The following row each had 1 card less. Our pyramid's black and white cards faced each other at the vanishing desk surface. I was bored by what was happening, not getting the reason to all these actions. I started to be sarcastic. That is a very exciting solitaire, awfully interesting. When do we be starting bluffing? Lady M smirked. Trust me. When we lay out all the cards, you will love the game. The second last row of the two decks from both sides hanged on top of each other. There was the last piece of the puzzle left. The last card saw that your decks connect like yin and yang. Lady M placed her last card. It was the Queen of Hearts. She gave me a tentative look. Both she and I certainly knew what card was still not on the desk. I finished the system with whatever I had left. Queen of Spades. That is, no more stakes. Finally explain everything. Start those
Astokashi thinks who won. Win or lose, it doesn't matter. But this hard to know if you will be able to leave alive. Lady M collect all the cards, leaving the queen. Do you interpret allegories? I don't understand anything. Do you tell fortune on decks? And finally tell me, did you see Shenodonna in the freaking character t-shirt? Yes, I called her. This unhidden humanity really annoyed me. Called her the messenger? I complete a spiritual season. Lady M stood up, took a manuscript diary, and placed it in front of me. I quickly looked through these pages. Even as a kid, I kept running across the ghost of Shenodonna. I knew all about her. Every story, belief, ceremony. You can call me her biographer or meetings were random transit just for a couple of seconds. Yesterday was one of your transit meetings. No, yesterday I called her on purpose. About 100 years ago, the mansion had a guest, famous composer Salvinsky. Do you know him? A pre-middle? He wrote a Deep Lake symphony. The music filled with the legends about the lake Yundin, her unfortunate love and indigenous. I'm doing the dance with the girls. Improving a dance. 20 rhythm of feelings of the designed woman doing in chaos of the lake black's death. That's romantic. Do I need the dance dragon's part? Did I just write? Lady M loud. Almost. Actually, I felt as a fool. You participate in a little theater performance in the madhouse. You need to persuade Shenodonna to participate in my performance. Wow. This is not a museum manner. It's a psychiatric asylum. Alright, I will think about it, but I have got to go. I stood up. I will let you know about my decision later. Of course, she knew that I was messing with her. She yelled at me, disrespectfully and rude. Sit, you clown. I felt heavy boatman's arm on my shoulders. He was right behind my back. He forced me back at the chair. Lady M bent over the table. Her hands were at its corners. Listen carefully, boy. That is not a joke. She already daggered you in this game. She mocked you. She unceremoniously touched my cheek with her thin fingers that smelled of expensive perfume. You are lucky Shenodonna didn't do you yet. She will have a bit of fun. No one will help you except for me. I decided to cool it down. Okay, explain it, but more concrete. Trust me, Sally. In 50 years that I have living here, any Shenodonna's appearance means one more Rona. If a man sees her, his life ends. From what I remember from a dozen of specific Osasians, yours the first and probably the only one, an exception. Lady M cooled down. She sat back to the chair. I don't know what did she say about you. A job was delicious, or she was actually right. She chose you. Otherwise, boatman would already take your half-naked corpse out of the lake. Terrifying, exactly how you say it is. How
How do I meet Shenadana again to discuss your offer? Good. What I'm even saying. Bodman will help finding her, selling Sally, and the most important. I will not only save your life, I will pay a lot, anything you want. I am rich. Well, and it's like delicious and grand, delicious of protection. And if you refuse. I pointed my thumb at the boatman. Your grumpy assistant kills me? Shenadana kills you later on without our help. That is just a question of time. I'm trying to tell you that you are in danger and giving you a chance to survive. It's your choice to make. So now I can just walk out of the door and no one will interrupt me? Yes. Okay. I stood up, Bodman stepped back. I walked out of the room. No one followed me. Walking for a couple of meters in the hall, I suddenly turned around and came back to the lady's cabinet. She was still sitting by the desk and smoked through a black peerless weed. I sat back at my place. She wasn't surprised. I pointed at two queen cards that were still laying down in the middle. What does that mean? Lady M moved the queen of space closer to me. In this game, our rule is just a rule of mediators. You are not the evil side. She pulled a queen of hers closer to herself. I am on the good side. Taking my queen of space in my right hand, I raised it, pointed on it with my left index fingers. And this is Shenadana. Lady M nodded, puffing in the cigarette. In a female tantric performance, she danced herself. Lady M revealed a flow of smoking toward me. Holding the reed between her right hand fingers, she picked up the queen of hearts. Shenadana's part is for prima. A woman with a talent that will show the expression and energy of the lake you need. Do we have a candidate for the role? Not yet. Shenadana herself will choose a dancer who will play her on scene. Shenadana won't dance at all. She is needed for the atmosphere. Just once at the premiere, she needs to be next to the auditorium to scare everyone, to show that death is inevitable. You probably feel the adrenaline too. Unbelievable effect, stronger than sexual harassment. No doubts about that, but it wasn't fear that I felt during Shenadana's presence. I have something at Grandpolis. I can skip it. Without my defense, consider yourself dead. You keep telling me that you will help me. I don't feel any danger, though. Yes, I booed the woman. She disappeared from a car. Weird? Yes. Where is the risk? Lady M took a black amulet from your little silver box. Take it. This amulet protects your grandfather and feather from her harms. Thank you, but we'll figure out my safety myself. Lady M uncursed ceremoniously and fortunately pushed the amulet inside the pocket of my shirt. No one holds you here. I really want to deal with that situation. I need to think through anything. Do think. Lady M waved her cigarette. Lady M waved her cigarette. Sally, there is no reason for me to force you to stay. You are your own enemy. If you don't come back, if you agree, welcome to your Thantonegal Reserve. The road ran through a dense forest. It was another hour and a half until I reached Grandpolis. I really didn't want to be late to meet Trigger. Enough advance from my ass today. Disturbing thoughts attack my brain, creative negative scenarios of future events. I hope the window fresh forest air filled the car.
I need to forget about everything for now. We will see tomorrow. An involuntary smile scratches across my face. After all, how amazing was the woman who sat behind my back yesterday? The end of the prologue. And maybe the beginning. Ja, und zwar. So. Sorry, dass das jetzt komplett auf Englisch leider war. Ich wusste, dass das auf Englisch war, aber ich dachte, das wäre ein Spiel und nicht ein, ich lese vor. Ich werde es trotzdem hochladen. Ihr werdet es trotzdem sehen. Weil das, die Story an sich ja ziemlich cool ist. Also wir sind halt so dieser Obsessionstyp und beschäftigen uns mit toten Leuten. Nach dem Unfall können wir diese Orbs sehen. Diese Energie von diesen Toten. Und die Frau, die wir gesehen haben, die hat uns quasi zu sich gelockt. So wie ich das jetzt verstanden habe. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Entschuldigung, ich bin gerade, glaube ich, ans Mikro gekommen. Diese Frau sucht sich quasi ihren Hauptdarsteller in der Tanzvorstellung aus. Die Frau, die wir da gesehen haben, ist meiner Meinung nach, glaube ich, nur eine ausführende Kraft, damit, also ich spekuliere gerade ein bisschen, um die Story zu verstehen, glaube ich, dass, ja, oh Gott, jetzt habe ich den Faden verloren. Also die Frau im weißen Gewand, sage ich jetzt mal, möchte holt sich immer männliche Opfer. Und, ja. Aber warum lebt der eine Typ da noch? Egal, das werden wir vielleicht herausfinden, wenn das Spiel rauskommt und ich es eventuell spielen werde oder auch nicht, keine Ahnung. Es war jetzt viel zu lesen. Tut mir leid, dass ich das nicht ganz übersetzen konnte. Es ist auch schon sau spät. Wir haben jetzt 2.10 Uhr nachts. Na gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen beim nächsten Adventskalender-Türchen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen im nächsten Video.